Hallo und herzlich willkommen auf Wiesenplanet, der Welt der Wirtschaftssimulationen, Aufbau- und Strategiespiele. Heute schauen wir uns an Game Dev Studio. Der ein oder andere mag sich vielleicht wundern, noch ein Game Development Spiel. Ja, da gibt es in letzter Zeit viele. Und dieses Spiel hat so ein paar Besonderheiten, die ich euch zeigen möchte. Wir fangen einfach mal mit einem neuen Spiel an. Ein freies Spiel bitte. Es gibt auch Szenarios und Tutorials. Das ist eigentlich ganz praktisch für Leute, die das Spiel noch nicht kennen. Dann nehmen wir mal welche Karte. Das sind verschiedene Karten. Es sind auch meist je nach Szenario eben. Genau, wir nehmen einfach mal zurück im Spiel mit Angestellten, damit wir schnell reinkommen können. Nehmen uns ein bisschen mehr Startkapital und gehen mal auf... Ja, die Übersetzung ist noch nicht so ganz gut, aber naja... So, Zeitrahmen passt auch. Und wir starten mal, damit wir schon ein bisschen was haben, im Jahr 95. So, dann erstelle ich mich mal. Frisur, nehme ich mal die hier. Hautfarbe. So, sonst verwirrt mich das nur. Gesichtsbehaarung. Ja, so ein bisschen geht schon. Brille vielleicht. Ich trage eigentlich keine Brille. Augenbrauen, genau, dann nehme ich meist diese geraden. Und die Augen sind, also es gibt sehr merkwürdige Augen. Zum Glück sieht man den Charakter nicht wirklich im Spiel, deshalb nervt das nicht, aber trotzdem etwas kurios. So, und wir sind natürlich Businessman. So, ich nehme eigentlich immer hier als Merkmale den, die Silberzunge. Dann ist man ein bisschen redetalentierter, das schadet nicht. Und dann auch den Bugmagnet. Bugmagnet, hier, genau. Interessen, ja, je nach Interessen ist man dann eben bei bestimmten Genres und ja, gewissen Themen besser. Oder auch manchmal bei gewissen Features, glaube ich. Nee, das nicht, aber eben bei gewissen Genres und Themen. Ja, ich nehme eigentlich meist Rennspiel, obwohl ich jetzt nicht so interessiert darin bin, aber hier ist jetzt auch nicht so viel Spannendes. Und was nehmen wir noch? Nehmen wir mal Mittelalter. Okay, dann bestätigen wir und fangen an. Jetzt habe ich, glaube ich, vergessen, die Skillpunkte zuzuweisen. Naja, egal. Wir sind die... wie nennen wir unser Studium? Wiesim Studio. Zack. Jo, der Name ist in Ordnung. Hard Macro, das ist Microsoft. Die haben den PC gegründet. So, gegründet, genau. Und das hier ist unser Studio. Wir können uns unsere Mitarbeiter schon mal anschauen. Das geht... Nee, das geht hier nicht. Das Menü ist nicht wirklich gut. Hier. Genau, wir haben drei Entwickler. Wir haben einen Toningenieur, einen Grafikdesigner, einen Game Designer, der auch neue Sachen erforschen kann, und einen Manager. Genau, und ich bin eben der Geschäftsführer. So 1000 Sasser, die können eigentlich alles ein bisschen. Braucht man nicht wirklich. Und Autoren dann eben noch für eine bessere Story. Genau, so, das hier ist unser Studio und wir können hier auch bauen. Wenn man hier rauf geht auf Büro erweitern, dann können wir hier ein bisschen, was ich immer ganz gerne hier noch in dieses Büro mit reinbaue, Bücherregale. Ist ganz gut für ein paar Skills. Hier einmal und hier noch. Dann können wir uns die Bücher natürlich auch kaufen. Zack, Bücher verwalten. Hier gibt es dann eben mehr Erfahrungsgewinne. Software ist gut, bisschen Entwicklung, Audio, Grafik. Ich habe 9 Dinger. Zack, zack. Ich glaube, das war's dann. Fülle alle Bücherregale und dann bekommen wir ein bisschen mehr Erfahrung. So, hier können wir Sachen erforschen und auch Engines entwickeln. Würde ich auch gleich mal machen. Zum Glück, die Features, die es jetzt schon gibt, die wurden schon erforscht. Deshalb nennen wir das Ganze mal die Wiesim Engine. Unser Studio-Team macht das. Man kann nämlich auch mehrere Studios zuweisen, wie in Software Inc. oder wie die Räume in Mad Games Tycoon. Mehrkanal-Audio und dynamisches Musiksystem. Hier alles rein, zack. Und das macht dann hier unser Team schon mal. Das geht zum Glück relativ schnell. 2-3 Monate, ja nicht mal. 1,5 Monate, na dann. Zack, fertig. So, die Engine können wir natürlich auch verkaufen. Hier, wie es im Engine. Was kosten denn die anderen? Nicht viel. Dann machen wir mal 4.000. 25% Steuern, das heißt, wir bekommen 3.000 dafür. Und jetzt machen wir ein Spiel. Was gibt's denn? Fantasy und Science Fiction.
Nehmen wir mal Fantasy. Nehmen wir mal ein Fantasy-Abenteuer. Mit der Wiesem Engine für einen Zehner, für Adventure. Ja, ich mach mal jeden. PC, unser Team macht das und es ist ein komplettes Spiel. Man kann auch Erweiterungspakete machen und später im Spiel eben auch MMOs. So, ein Adventure ist meist in der dritten Person, eine verzweigende Geschichte muss rein. Voll vertonte Charaktere mit Amateurstimmen. Das hier kostet dann doch ein bisschen zu viel. Grundlegendes Weltdesign mit detaillierten Umgebungen. Nachhaltige Welt, ja, ist jetzt kein Rollenspiel. Brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Ja, Spiel speichern sollte man können. Wählbarer Schwierigkeitsgrad auch. Tipps und Hinweise nehme ich auch mal. Hier, wenn man da bestimmte Sachen nehmen will, zum Beispiel Heimlichkeit und Schleichen. Hier Hunger und Durst zum Beispiel. Da ist eben das Teamwissen relativ wichtig. Das heißt, desto höher da das Wissen deines Teams beim Überleben ist, desto besser könnt ihr das Ganze umsetzen. Mehr Spieler braucht man nicht. Wir nehmen die realistische Grafik, einen normalen Soundtrack und statische Umgebungsgeräusche. So, das wäre ein Arbeitsaufwand von 3,1 Tausend und kostet 11.500. So, das ist jetzt aber noch ein ganz kleines Projekt. Wir können das Ganze natürlich auch vergrößern, kostet dementsprechend mehr. Wir können dann dementsprechend auch mehr verlangen. Dauert natürlich auch länger. Für den Anfang nehme ich mal 1,4. Ja, ich denke, das sind $10 in Ordnung. Und das Ganze nennen wir, um Gottes Willen, wie nenne ich das? Was weiß ich? Ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Fantasy. Na, komm, Fantasy Land. Zack. Und dann beginnen unsere Leute. Das Kampfgenre ist jetzt im Trend. Bringt mir nicht viel. So, und da wird es entwickelt. Wir können dann auch auf eine Messe gehen und das Spiel dort ankündigen oder es regulär ankündigen. Okay, schade, dass hier ist die Registrierung schon beendet. Und 4 Monate ist eigentlich too much. Ich gehe trotzdem mal drauf. Mit 5 Leuten dann. Zack, genau. So, und ankündigen werde ich das Spiel jetzt. Von einer anständigen Anzahl an Leuten bemerkt, sehr schön. Das gibt ein bisschen Popularität. Wunderbar. So, warum arbeitet jetzt nur ich hier dran? Wegen der Messe oder? Ja, ihr könnt das ruhig machen. Das verstehe ich jetzt nicht. Wieso arbeite nur ich dran? Team wechseln. Alle mal raus damit. Ja. Ah, jetzt sind wieder alle dabei. Ich weiß es nicht, was das gerade war. Naja, auf jeden Fall Büroeinstellungen mache ich noch. Gehaltserhöhungen werden automatisch genehmigt, weil sonst wird man damit einfach nur zugespammt und das nervt. Urlaubsanfragen genauso. Das können die auch automatisch verteilen. Ist ja nur ein Beispiel. Das ganze Teamaktivitäten, ja, dass die dann irgendwie, was weiß ich, ja, klettern gehen oder sowas. Ja, wenn die nichts zu tun haben, können die automatisch trainieren. Interviews mache ich selber. Ja, wenn ein Spiel fertig ist, soll das Spiel angehalten werden. Okay. So, jetzt sind die noch im Polishing-Status, das heißt, Bugs werden gefixt. Und ja, das Ganze wird noch gebalanced. Wir laden mal hier ein paar Leute ein für Interviews. Legitime Bewertungen, die sind relativ ehrlich. Gamesbomb, IGM und Gaming Nexus. So, Gamesbomb kommt nicht. IGM kommt, sehr gut. Gaming Nexus kommt auch nicht. Und legitime Bewertungen kommt. Nun gut, IGM. Dies ist das erste Mal an einem Spiel des Abenteuergenres. Was können Sie uns über den Entwicklungsprozess erzählen? Es ist eine lustige Erfahrung. Sie machen ein Fantasy-Abenteuerspiel. Das ist definitiv eine interessante Kombination. Was können Sie uns darüber erzählen? Wir denken, dass es viel Spaß machen wird. Fans möchten wissen, wie schnell wird das Spiel veröffentlicht? Ja, du wirst es bald herausfinden. Die Leute sind immer auf der Suche nach tollen Spielen. Gibt es noch etwas, das du in Bezug auf das Spiel erwähnen möchtest?
Es wird eine lustige Fahrt sein. So, und da bekommen wir nochmal ein bisschen Popularität. Was für ein Wort. So, bald herausfinden. Viel Spaß. Was ist das Wichtigste bei einem Abenteuerspiel? Die Geschichte. Lustige Fahrt, wunderbar. Weil legitime Bewertungen, mit denen wir jetzt gerade ein Interview durchgeführt haben, nicht ganz so beliebt ist wie IGM, gewinnen wir hier jetzt auch nicht so viel Popularität dazu. So, die Messe ist fertig, sehr schön. Das eine Spiel wurde präsentiert. Wir hatten 3852 Besucher an unserem Stand und gewinnen noch mal ein bisschen Popularität dazu. Sehr schön. So, und wir können es gleich veröffentlichen, und zwar jetzt. So. Ja. Okay, für den Größenumfang zu teuer, sagt unser Manager Boris Borisov. Ja, es ist gut. Das wollte ich jetzt gar nicht. Danke. Tschüss. Okay, der findet jetzt heraus, für ein Preis für das Spiel optimal wäre. Also 9,99 ist zu viel. Dann gibt es nur 4,99. Ist mir fast zu wenig. Aber nun gut. Ich höre mal auf meinen Manager. Okay, so. Und jetzt wird das Spiel gleich verkauft. Was ich empfehlen kann, zu spielen, gleich sofort ein Erweiterungspaket machen. Das kann das Ganze nochmal ziemlich pushen. Für jeden mit dem Studio neue Kampagne, Gameplay-Mechaniken und hier ein bisschen Kosmetik. Und so früh wie möglich veröffentlichen. Jetzt habe ich bloß den Namen vergessen. Name ändern. Das ist dann. Na komm. Fantasy Land Deluxe. So. Gut. Und Algorithmen rendern. Höhere Effizienz bei der Arbeit mit Nicht-Grafik-Software-Ausgaben. Bei der Arbeit an Grafik-Software-Ausgaben. Ja, nimmt mal Grafik. So. Das Spiel verkauft sich in der ersten Woche an 2,4.000. Das Gesamtumsatz, das ist falsch. Das ist nicht der Umsatz, das heißt, wie oft sich das Spiel verkauft hat. Also das sind die Gesamtverkäufe. Der Profit, naja, verdientes Geld mit den 2,4.000 Einheiten haben wir knapp 10.000 verdient. Und die ersten Bewertungen trudeln rein. Oh, 6,4. Spieler von Fantasyland beschweren sich über eine kleine, aber nervige Menge an Problemen im Spiel. Dies wirkt sich leicht auf den Verkauf des Spiels auf. Aus. Okay, dann erstellen wir noch schnell ein Patch, bevor wir mit dem Add-on hier weitermachen. So, IGM 6,2, Gamesbomb 5,3. Also die übertreiben. Und legitime Bewertungen 4,9. Oh Gott. Okay, es wird immer schlimmer. Das macht einen Durchschnitt von. Wo ist es denn? 5,7. Nicht gut. Naja, fürs erste Spiel. So, Patch ist fertig. Das heißt, dann können die jetzt weiter am Add-on machen. So, Verkäufe, naja, rund 10.000 in der Woche. Das Add-on sollte möglichst schnell rauskommen. Ich glaube, ich habe bei Fantasyland vergessen, hier so eine Q&A-Session zu machen, um so ein paar Bugs rauszufinden. Das mache ich jetzt beim Add-on, auch wenn es da nicht ganz so wichtig ist. Naja. So, Polishing, und da ist das Ganze fertig und kommt auf den Markt. Die DLCs, die machen oftmals Verluste, aber sie kurbeln die Gesamtverkäufe vom Hauptspiel an, deshalb lohnt sich das unterm Schnitt, vor allem bei teureren Spielen. So, hier gibt es noch was zu erforschen, dann mach das bitte mal. Wobei mein Designer, der macht bitte was anderes, und zwar mal ein neues Genre. So, sehr gut, das sieht doch schon besser aus. Und hier gibt es auch noch was zu erforschen. Mindestens einer ist nicht qualifiziert dazu. Ja, irgendeiner wird schon können. Dann okay, nicht. Das kann niemand erforschen. Doch, jetzt. Okay. So, was sind denn die Bewertungen? Das Internet ist in der Öffentlichkeit sehr weit verbreitet. Naja, noch nicht, aber kommt so langsam. Mit der steigenden Popularität der Spielindustrie und der Profitabilität ist es ein willkommener Ort für Spielewerbung geworden. Ja, sehr schön. So, okay, das DLC kommt schon mal deutlich besser an. Ja, ist eine 8,0. Wunderbar. Das freut mich doch.
So, und dann müssen wir natürlich unsere Engine updaten. Mit dem neuen Feature. Sehr schön. Wir können auch mal überlegen, für eine andere Plattform ein Spiel zu veröffentlichen. Vielleicht hier für Apple, oder? Ja, das ist Apple. Ist eigentlich immer ganz gut, kostet nicht so viel als Lizenz und hat immer einen ganz guten Marktanteil. Oder für die Polystation. Ja, das sieht doch interessant aus. Das kaufen wir uns. Dann müssen wir aber die Engine updaten, damit die Polystation unterstützt. So. Hier, das verkauft sich mittlerweile ganz in Ordnung. Okay, gibt es irgendeinen Trend? Weltkrieg und Krankenhaus? Oder das Genre? Kampf und Sandbox. Wir haben Kampf. Dann vielleicht mal ein Fantasy- oder Science-Fiction-Kampf. Nehmen wir mal Science-Fiction-Kampf für einen Zehner. Kampf ist, glaube ich, vielleicht Teenager. Ja. Kampfspiele laufen bestimmt gut auf der PlayStation. Und das ist dann Future Fighters. Na komm, zack. Dritte Person. Ja, braucht jetzt nicht wirklich eine krasse Geschichte. Mehrere Enden, je nachdem wie gut du kämpfst. voll vertonte Charaktere mit Amateurstimmen. Irgendwelche Kampfrufe, das können auch Amateure rausschreien. Grundlegendes Weltdesign mit detaillierten Umgebungen aber. Spiel speichern, wählbarer Schwierigkeitsgrad, Tipps und Hinweise, ja, komm. Akkurate Kampfkünste ist ganz wichtig. Und mehr Spieler, auf jeden Fall. Hier eher stilisierte, also so Comic-Look. Motion Capture, ja, nehmen wir auch mal mit rein. Normale Sounds und ein normaler Soundtrack. Und hier Umgebungsgeräusche. So, das Ganze in einer Größe von 2. Gut, dann fangt mal an. Das möchte ich aber auf einer Messe ankündigen. Auf der VGPE oder VGPE. Zack, wunderbar. So, an dieser Stelle sei nochmal erwähnt. Abonnieren nicht vergessen. Entweder auf wiesem-planet.de vorbeischauen. Auf Twitter gibt's uns auch, wiesemplanet.de. Oder einfach, das ist am leichtesten, auf YouTube abonnieren. Danke. So, und weiter geht's. Das Internet wird einer Massenkommerzialisierung unterzogen, was dazu führt, dass bald Gaming-Webseiten wie Pilze aus dem Boden sprießen werden. Zusätzliche Werbeagenturen sind nun verfügbar, um solche Websites stark zu vermarkten oder zu verkaufen. Genau, das geht dann hier, kann ich euch später zeigen. Einer unserer Fans kam gerade in unser Büro und hat seine Dienste angeboten. Vivian Stewart, ein Autor, haben wir noch nicht. Ist ein Autor, Stufe 4. Achso, hier. Schriftstellerei 69. Ja, ist nicht schlecht. Ja, holen wir mal. Wir haben nämlich keinen. Dann kannst du mal eine tolle Kampfstory schreiben. So, das hier hat sich unterm Strich eigentlich gelohnt. Da bin ich zufrieden mit. So, wann ist die Messe? Eine Woche. Gut. Dann fangen wir hier schon mal mit Q&A an. Sehr schön, anständige Anzahl. Die Besucher der Messe haben das Spiel, das sie vorgestellt haben, nicht besonders gemocht und meinten, Future Fighter sei ein Witz. Ja, eure Meinung ist ein Witz. Das wird das Spiel des Jahres. Future Fighters, was gibt's Besseres? So, und hier kann man jetzt eben auch diesen Hype im Internet faken. Zumindest versuchen. Das ist bei mir noch nie gut gegangen. Deshalb mache ich das jetzt auch nicht. So. Die kommen nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Oh, das sieht schlecht aus. Okay, dann versuche ich mal einen Tester zu bestechen. Legitime Bewertungen nicht bestechen. Das klappt nicht. Ich habe es eigentlich immer mit IGM gemacht. Das hat ganz gute... Ja, das kam eigentlich immer ganz gut. Wurde akzeptiert, aber wurden aufgedeckt. Ah, naja. Toll. Schade. So, will jetzt vielleicht noch... Achso, ich habe ja vorhin gefragt, stimmt. So, kommt schon.
Irgendeiner wird auch ein Interview machen. Okay, immerhin einer. Eine lustige Erfahrung, du wirst es bald herausfinden. Auf jeden Fall das Gameplay, lustige Fahrt. Naja. Und da ist der Spaß auch schon fertig und kann veröffentlicht werden. Jetzt bin ich gespannt. Wir machen dann noch gleich weiter mit der Erweiterung für einen Fünfer. Für Teenager. Zack, zack, zack. Future Fight. Na komm, Fighters Deluxe. Okay. Wieder nur eine 6,9, 6,5, 6,1 und IGM 9. Ja, die haben wir ja bestochen. Okay, das ist ein krasser Unterschied. Aber es freut mich. Das hat eine 7,1 im Gegensatz zu Fantasyland mit der 5,7. Immerhin. Ja, verkauft sich auch ordentlich. Das wird einen dicken Gewinn machen. 30.000 jede Woche. Sehr gut. So, hier Q&A. Und der Spaß kann veröffentlicht werden. Zack. So, gut. So viel zu Game Dev Studio. Ich denke, ich werde hier noch ein, zwei Videos zu machen. Zuerst schauen wir uns die Bewertung an. Ne, 8. Eine 7,8. 7,6. Und ne, 8. Okay, gut. Danke fürs Zuschauen. Das verkauft sich auch gut. Beim nächsten Mal werden wir hier weiterschauen, wie sich Visim Studio, ich glaube, so heißt es, so entwickelt. Es läuft ja relativ gut hier mit den Verkäufen. Wir machen ganz gutes Geld. Ja, bis zum nächsten Mal und ciao.